Herzlich willkommen bei A la Frigo, der Kochshow von und mit Schorsch Wagner. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von A la Frigo. Essen, was schmeckt. Heute glutenfreie Unwraps. Was sind Unwraps? Das ist ganz einfach. Das sind Wraps, die wir nicht folden, also nicht falten, nicht einrollen. Die servieren wir auf dem Teller als Boden. Dann sehen wir erstens mal das, was wir drauf tun, besser. Und zum Zweiten, es ist glutenfrei. Also das heißt also, manchmal lassen sich die gar nicht so einfach falten und einrollen, wie zum Beispiel den Dürümdünner. Aber das machen wir heute nicht. Wir wollen diese glutenfreien Wraps hier entsprechend verarbeiten. Die machen wir dann heiß, legen die unten rein als Teller, als Grundlage und machen dann unsere Füllung, die normalerweise in den Wraps drin ist, einfach drauf. Und zwar haben wir frische Gemüse, Zitronengras, Frühlingszwiebel, eine normale Zwiebel, Chili und Peperoni ähnliches, 2 Zehen Knoblauch, ein wenig rote Paprika, ein paar frische Pilze, ein paar Cherrytomaten. Und hier haben wir 3 verschiedene Sprossengattungen. Wir wollen gar nicht sagen, wo die herkommen, die Sprossen. Ich glaube, das eine ist Brokkoli, das andere dürfte Radieschen sein. Ja, man kann natürlich auch andere Sprossen hernehmen, Bambussprossen zum Beispiel. Da haben wir unsere beiden kleinen Hühnerbrüste, die wir dann in Streifen schneiden und entsprechend dann anbraten mit den anderen Sachen zusammen und das entsprechend dann präsentieren. Dort machen wir ein bisschen Thymian mit rein, hier ein paar getrocknete Tomaten, getrocknete Cherrytomaten, was ganz Feines. Und dann haben wir hier noch die entsprechende Minze, die kommt mit dem Joghurt zusammen und daraus machen wir eine frische Frühlingssoße. Also das werden wir dann mit dieser Soße entsprechend füllen und zum Schluss, last but not least, die Korianderblätter, die uns für dieses Jahr sowieso am meisten zugesagt haben. Nicht nur für unsere Füllung, auch letztendlich für die Hühnerbrust. Wir machen das jetzt, wir gucken mal, was rauskommt dabei. Ein schnelles Essen insgesamt gesehen, wenn das hier verarbeitet ist, das dauert ungefähr 10 Minuten zum Herrichten. Dann nochmal ungefähr 10-15 Minuten zum Braten und schon geht's ab. Lasst euch mal überraschen, wie das wird. Schauen wir mal zu, ob das schmeckt. Thank you.